Aber wir sind High Five und ich bin der Chris Knowles und der Philipp Osanna. Und seit 2011 gibt es uns jetzt als Band. Genau, wir haben zusammen studiert in Innsbruck, haben Jazzlehrgang und da haben wir uns Kennen und Lieben genannt. Wir spielen hauptsächlich oder eigentlich ausschließlich instrumentale Musik, beeinflusst von Jazz und auch von Kammermusik und auch so ein bisschen elektronische, minimalistische Musik. Musik ist mein Lieblingshobby und mein Beruf, also von daher ist es natürlich ein sehr, sehr großer Teil von meinem Leben. Ja, noch macht's mir Spaß. Schauen wir mal. Es kann oft ablenken, Musik. Es kann aber auch, so wie der Chris sagt, oft Arbeit sein, weil man ja täglich damit zu tun hat und man muss ja üben. Und das ist dann eigentlich wie ein Job. Man muss sich täglich auch immer wieder überwinden. Es ist nicht immer nur Spaß, aber natürlich, wenn man Konzerte hat, so wie heute im Stanglerhof, ist natürlich Weltklasse. Da geht es einem immer gut. Die Reaktionen vom Publikum sind sicher immer anders. Manchmal ist es lustig, weil da tät man sich was ganz was anderes erwarten und dann auf einmal ist es aber total super. Aber was sich vielleicht verändert hat, im Gegensatz zum Anfang, wo wir angefangen haben zu spielen, ist, dass wir halt wissen, dass ein paar Sachen gut funktionieren und eigentlich kann nicht viel schief gehen.